Mit diesem Vortrag möchte ich euch den Abgasturbolader etwas näher bringen. Die Themen, die ich ansprechen möchte. Als erstes werde ich die Hauptaufgabe des Turboladers nennen und euch den Aufbau erklären. Wie er funktioniert, wie man den überschüssigen Druck abbaut, welche verschiedenen Ladearten es gibt und zum Schluss, welche Vor- und Nachteile es gibt. Also, die Aufgabe des Turbos liegt darin, die Füllung des Motors zu optimieren, indem man durch Zugabe von Luft eine extra Menge Kraftstoff einspritzen kann. Der Liefergrad wird dabei größer als 1. Nun zum Aufbau. Der Turbolader ist simpel aufgebaut. Fangen wir am Turbinenrad an. Dieses ist auf einer Achse, hier zu sehen, direkt mit dem Verdichterrad verbunden. Die Achse ist mit 2 Radiallagerbuchsen gelagert. Wie funktioniert der Turbolader? Bei der Verbrennung des Kraftstoffes entstehen Abgase. Diese werden beim Ausstoßtakt von dem Kolben aus dem Zylinder gedrückt und zu dem Turbinenrad geführt. Dieses wird durch den Abgasstrom in Rotation gebracht. Wie vorhin schon beschrieben, ist das Turbinenrad auf einer Welle mit dem Verdichterrad verbunden. Das Verdichterrad dreht sich dementsprechend mit und saugt so zusätzliche Luft an und komprimiert sie. Da sich die Luft dabei erwärmt, muss sie durch den Ladeluftkühler erstmal abgekühlt werden. Nun kann in derselben Ventilöffnungszeit eine erhöhte Menge Luft in den Brennraum einströmen. Das Steuergerät regelt dann die Menge des einzuspritzenden Kraftstoffes, um die Leistung zu erhöhen. Eine deutliche Ladewirkung wird jedoch erst bei höheren Drehzahlen erkennbar. Bei schnellem Lastwechsel arbeitet der Turbolader aufgrund der Massenträgheit der Abgase mit einer Verzögerung. Dieses nennt man Turboloch. Wird der Ladedruck zu hoch, wird er über ein Ladedruckregelventil wieder dem Krümmer zugegeben. Nun werde ich die Möglichkeiten nennen, um den Motor und den Abgasturbolader gegen Überdruck abzusichern. Die erste Möglichkeit ist die mechanisch-pneumatisch geregelte Ladedruckregelung, wozu der Einsatz von Ladedruckregelventilen und die Bypassklappe gehört. Eine weitere Möglichkeit bildet die elektronische Regelung, welche ebenfalls über ein Ladedruckregelventil läuft. Allerdings läuft es komplett elektrisch und benötigt einen Drucksensor, der den Ladedruck prüft und analysiert. Eine weitere interessante Option ist der Einsatz von verstellbaren Leitschaufeln. Diese werden entweder elektrisch-pneumatisch oder komplett elektrisch geregelt. Bei niedrigen Drehzahlbereichen geben die Leitschaufeln einen kleineren Eintrittsquerschnitt frei, was den Abgasstrom beschleunigt und demzufolge auch das Turbinenrad beschleunigt. Dies ermöglicht auch bei niedrigen Drehzahlbereichen eine Erhöhung des Drehmomentes und der Leistung. Bei höheren Drehzahlbereichen vergrößert sich auch der Eintrittsquerschnitt. So kann eine große Menge von Abgasen aufgenommen werden, ohne das Nutzungslimit zu überschreiten. Die Veränderung des Eintrittsquerschnitts kann bei hohen Drehzahlen genutzt werden, um für einen kurzen Moment eine Steigerung des maximalen Ladedrucks zu erreichen. Dieses Verfahren nennt man Overboost, was nochmal einen Leistungsschub bei hohen Drehzahlen ermöglicht. Welche verschiedenen Aufladungsarten gibt es? Nun erzähle ich euch etwas vom B-Turbo und von der Registeraufladung oder auch Twin-Turbo genannt. Bei dem Doppelladesystem B-Turbo werden 2 gleich große Abgasturbolader parallel geschaltet. Bei niedrigen Drehzahlbereichen bis 2600 Umdrehungen arbeitet nur einer der beiden Turbos. Dabei sind beide Absperrventile geschlossen, das Rückführventil ist geöffnet, der Turbolader 1 fördert so die Frischluft. Ab 2750 Umdrehungen die Minute öffnen beide Absperrventile und das Rückförderventil wird geschlossen. Nur arbeiten beide Turbolader. Die Registeraufladung, oder auch Twin-Turbo genannt, ist sehr beliebt, da sie auch in niedrigen Drehzahlbereichen Leistung bringt.
Der Twin Turbo besteht aus einem großen und einem kleinen Turbolader, welche hintereinander geschaltet sind. Aufgrund der geringen Größe des ersten Turbos fängt er schon bei Drehzahlen zwischen 800 und 1500 an zu arbeiten. Bis 2500 Umdrehungen arbeiten beide Turbolader. Bei höheren Drehzahlen schaltet der Kreislauf auf den großen Turbo um. Als letztes Thema möchte ich die Vor- und Nachteile des Turboladers ansprechen. Der wahrscheinlich wichtigste Vorteil ist die Leistungssteigerung von Motoren und deren Drehmoment. Ein weiterer Grund ist das Downsizing des Motors, was auch mit dem geringeren Spritverbrauch zusammenhängt. Ein weiterer Vorteil gegenüber den Kompressoren ist, dass der Abgasturbolader keine Kraft vom Motor braucht und so auch keine Leistung entzieht. Die Nachteile bestehen darin, dass durch den erhöhten Ladedruck der Motor und die kraftübertragenden Teile stärker belastet werden. Hinzu kommt, dass ein Turbolader sehr pflegebedürftig ist. Deshalb ist es dringend nötig, bei aufgeladenen Motoren regelmäßig einen Ölwechsel durchzuführen. Zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Bilder. Dies ist zum Beispiel ein etwas größerer Turbo von einem Atego Mercedes. Dieser hier ist ebenfalls von dem Atego. Das ist ein neuer Turbolader, direkt aus dem Lager von einer B-Klasse.